Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 3 Video, ja. Und ich werde mich jetzt weiter mit dem Armored Kill DLC beschäftigen. Und jetzt gibt es ein bisschen Panzer bemacht. Tank Superiority, ich mag den deutschen Begriff irgendwie lieber. Und ja, ich habe eben gespielt, wurde irgendwie etwas vernichtet. Na, jetzt habe ich hier gerade mal keinen Panzerzerstörer, sondern den normalen Battletank. Ist auch mal was Nettes. Bisschen Abwechslung, ich glaube, von denen hat jedes Team nur einen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Eigentlich glaube ich, dass der Panzerzerstörer dem hier überlegen ist, aber ich kann es ja jetzt einfach mal ausprobieren, wie sich das so verhält. Weil ich bin jetzt natürlich stärker gepanzert. Ich weiß aber nicht, ob jetzt meine Wumme schwächer ist, weil das wäre jetzt wirklich ein bisschen... Also ich habe gehört und ich habe auch im letzten Video gesagt, dass die Wumme schlechter ist. Aber das wird sich ja jetzt noch zeigen, also dann gucke ich einfach mal. Ich bin jetzt natürlich langsam, das heißt, ich kann jetzt hier nicht versuchen, den Schüssen auszuweichen, muss ich jetzt einfach hinstellen. Und mir, ich habe eben schon gespielt und mir ist echt aufgefallen, dass die russischen Panzer den amerikanischen Panzern total überlegen sind, allein wegen dieser Zieloptik hier. Ja, genau, gut, schön direkt erstmal erste Rakete kassiert. Wobei ich mit dem MBT natürlich auch viel weiter bin als mit dem Panzerzerstörer. Irgendeiner hat mir gerade ein Video Ja. Muss schon sagen, fängt wunderbar an. Ich habe eben voll auf den Sack gekriegt, jetzt hat mir irgendeiner hier eine Nachricht geschickt. Und ich werde sie live mir angucken. Ja, Freunde. Nachrichteneingang, empfangen. Kann ich mit dir spielen? Tut mir leid, kannst du später. Mach gerade Video. Ja, wirst du bestimmt hören. Also wenn ihr mich dann anfragt, ob ich mit euch spielen kann, normalerweise ja, aber wenn ich hier gerade vielleicht ein Video machen will, kommt das jetzt vielleicht nicht so geil, ich will es jetzt auch nicht unterbrechen. Manchmal habe ich einfach nur Bock, eine halbe Stunde chillig zu zocken und dann ewig mit Gruppe und bla und blub, ist vielleicht nicht so... Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Auffahrunfall. Ah, ich habe gar keine Sekunde. Ah doch, ja, ich habe hier eben hier die Heat Shells die High Explosive Shells ausgewählt. Ich weiß jetzt aber nicht, was besser ist. Okay, der hat den verlassenen Panzer und kann vielleicht einen von seinen Teammates noch nehmen. Weiß nicht. Keine Ahnung. Lassen wir mal da stehen. Also ich will jetzt auch nicht hier auf die 50 Punkte wegen Fahrzeug zerstört. Geil, den kriege ich erstens sowieso. Und zweitens, wenn ein Teammate den nimmt, das ist natürlich besser fürs Objective. Und ich will hier natürlich auch gewinnen. Ja? Ich muss ja hier das Vorbild sein. Fick dich. Ich spiele echt gerade scheiße zusammen. Hallo. Nein, so habe ich das... jetzt habe ich mir den eingepackt. Ja, wunderbar. Ich habe mir nämlich jetzt den Javelin eingepackt für Tank Superiority, weil man mit dem RPG halt auf lange Distanzen nicht so gut was erwischt. Ja, ist halt dann natürlich dämlich, also auf kurze Distanzen. Aber ich denke, ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich bin ja auch schön am Versagen. Oh, hier ist doch einer. Fahr, Hurensohn. Also wenn Fahrzeuge gegeneinander fahren, das haben sie im Battlefield echt scheiße gemacht. Ich weiß auch nicht, also irgendwie dann ruckelt's und laggt's und das können die gar nicht berechnen. Das ist irgendwie total seltsam. Naja. Oh, ich habe hier volles Haus. Ne? Gucken wir mal, wie das funktioniert. Aber die beiden hier können natürlich dann nur gegen Infanterie was machen, was ich irgendwie schwachsinnig finde. Weil Infanterie gibt's halt in Tank Superiority gar nicht. Ich schätze, das ist dann eher wichtig für Rush und Conquest. Weil dieses Ding hier natürlich gegen Infanterie scheiße ist. Naja, nicht scheiße, aber auf jeden Fall nicht sehr... hilfreich. War da gerade ein Gegner? Nee. Ah, da ist doch hier ein... Wow, what the fuck, yo! Na, warte mal, kann ich da drüber fahren, oder? Fick dich. Jetzt bin ich natürlich gerade unterlegen. Habe ich den gerade überfahren? Nee, warte mal. Kann ich ja jetzt überfahren. Oh nein, wo bist du? Egal, repariere ich erstmal wieder. Also der Modus ist hier wirklich Action, wobei mir die Karte Banda Desert jetzt natürlich besser gefällt, wirklich. Ach, scheiße. Na gut, hätte ich nicht überleben können. Das ist natürlich hier dann... Das sollte man unbedingt mit einem Freund zusammenspielen. Weil man alleine in diesen Panzern halt... Da brauchen sich nur zwei Panzer zusammen zu tun, dann können die eigentlich fast alles outnumbern, wie man so schön sagt. Jetzt spawn ich mal. Vielleicht ist ja wieder was Nettes da. Also manchmal passiert es wirklich, dass zu wenig Panzer spawnen, so wie jetzt gerade. Schade. Ich dachte, ich könnte hier gerade den Hauptschützenplatz. Da muss ich warten. Ah, da ist doch einer gerade gespawnt. Meins. Du. Nee. Du Sack.
Na egal, ich mache hier mal einen auf netten Teammate und fahre dann mit ihm und repariere ihn und sowas. Aber was ich gut finde, dass sie die Geschütze nach vorne gesetzt haben. Das finde ich durchaus praktisch. Wo fährt der denn lang? Bam, bam, bam. Der findet sich ja die Sicht gar nicht. Finde ich doof. Muss ich mal auf Infanterie hoffen. Also in Tank Superiority sind wirklich diese, wie gesagt, diese komischen Nebenplätze hier drin wirklich ein bisschen sinnlos. Und ich finde es auch schade, dass ich jetzt schon wieder auf der Karte hier einen Commentary mache. Ich hab schon eigentlich alle Karten durchgespielt und meine Lieblingskarte ist eigentlich Elburgebirge. Aber gut. Friss das. Ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, fahr mir bitte weg, wenn ich hier dich unterstütze. Oh, kampfunfähig, nice. Was der sagt denn? Ach, Mann. Ich spiele Gülle zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Schlacht hier noch dauert. Ich weiß nicht, ob die Tickets nach unten oder nachher. Ich glaube, die Tickets gehen nach unten, also so lange wird es nicht mehr dauern. Tut mir leid, dass das Gameplay ein bisschen kacke ist, aber ihr seht hauptsache mal irgendwie Tank Superiority und ihr werdet auch schon mein Musik-Gameplay gesehen haben, wo ich ein bisschen mehr abgegangen bin. Ansonsten kann ich das ja noch hier verlinken. Je nachdem, was ich zuerst hochlade. Aber ich glaube, ich lade es schon in chronologischer Zeit Reihenfolge runter. Dann mache ich, schätze ich, jetzt noch einen Commentary über Rush, wenn ich dann auch wirklich alle Spielmodi habe und vielleicht mal versuchen, irgendwie auf einer anderen Karte. Weil hier Death Valley ist wirklich jetzt nicht die geilste. Muss ich schon sagen. Und ich will jetzt auch wirklich viele Armored Kill Videos machen, weil es mir erstens Spaß macht, das Map Pack. Und weil ich zweitens glaube, dass die Leute, die jetzt kein Premium haben oder die Xboxer, PCler, es gibt ja wirklich jetzt richtig viele, die es noch nicht haben, dass die einfach auch ein bisschen was davon mitkriegen und sehen. Zumindest unsere Abonnenten. Weil sonst liegt ja keiner was darüber hoch, ne? Habe ich jetzt vorbeigeschaut? Sack. Hä, das ist ein russischer. Scheiße. Ja, geil. Ich bin schön lecker hier in der Unterzahl. Ja gut, hätte klappen. M4H1? What the fuck? Okay. Ich wurde von einem Krater getötet, der eine M4H1 hatte. Gut. Gut, merke ich mir. Ich nehme jetzt einfach mal den scheiß RPG mit. Ich kommentiere auch gerade etwas unmotiviert, weil irgendwie meine halbe Familie im Haus rumlatscht und weil, ja, ich gerade aus der Schule komme und jetzt nicht so die Action habe, aber ich hatte jetzt Lust auf einen Commentary, dann ist es halt jetzt etwas gechillter und ich schreie nicht rum wie sonst. Schwarz. Ich will einen Panzer. Doch, da ist doch einer. Ja, der ist mir. Reng, ding, ding. Willst du mit? Ja, will er. Gut, dann habe ich vielleicht einen, der mich hier ein bisschen repariert. Nomis, so. Ach, Moment, hat der mir nicht eben eine Nachricht geschrieben? Hallo, Nomis. Oh, Scheiße. Da kommt schon der erste brennende Panzer runtergerollt. Keine Sorge, mein Sohn, ich übernehme das. Oh, okay, das war nice. Kampfunfähig. Keine Ahnung, nicht zerstört. Hat jemand anders für mich gemacht. Oder er lebt noch, aber sonst hätte ich einen Hitmarker kassiert. Yo, what the fuck? Geh weg davon. Hör auf zu reparieren. Jetzt müsste aber irgendwo noch ein Infanterist sein. Ach, egal. Oh, scheiße, da ist er doch. Hallo. Ich versuche jetzt mal immer einfach zum Objective zu kommen, wobei ich wahrscheinlich vorher, ja, vernichtet werde. Ja, komm. Komm. Nein! Ich hatte ihn doch fast. Nein, du... Oh! Nice. Mit dem Fahrzeug, Werkzeug gekillt. Ja, ja, das ist nice. Und der war zu behindert zum Aussteigen. Ich liebe dumme Gegner. Und das war dann auch schon mein Live-Commentary zu Tank Superiority. Vielleicht mache ich gleich noch eins. Ich entschuldige mich für den etwas schlechten Score und bedanke mich trotzdem fürs Zuhören. Ich war trotzdem der Beste aus meinem Team. Ja, kann man lassen, finde ich. Ja. Und ihr habt den Spielmodus jetzt mal gesehen. Ich werde vielleicht noch auf anderen Karten kommentieren und ich sage Peace out, meine Freunde.